Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit Suter und heute möchte ich euch etwas über meine Arbeit erzählen, beziehungsweise was wichtig ist zu wissen, wenn man mit mir arbeiten möchte. Das hört sich vielleicht ein bisschen speziell an, ist es auch, weil wenn du mit mir arbeiten möchtest, etwas erreichen möchtest, musst du tatsächlich damit rechnen, dass in ganz kurzer Zeit sich viel verändert. Für dich, für dein Umfeld, für alles, was mit dir zusammenhängt und zu tun hat. Damit geht auch einher, dass es ganz schnell für dich einfacher wird, gewisse Dinge im Leben einfach zu regeln. Aber dem entgegen steht natürlich auch der Wind von vorne, ne? Also wir haben ja alle Gegenspieler und wir haben alle Widerstände in unserem Leben. Und wer mit mir arbeitet, bekommt die auch zu spüren, wenn er denn mit dem, was sein Bewusstsein inzwischen tut, also was mit der Bewusstseinserweiterung einhergeht, nach draußen geht. Da stößt man dann schon mal auf Widerstände. Wenn man aber ganz locker damit umgeht und weiß, dass man die Dinge, die man tut, für sich selber tut, ist das kein Problem. Und außerdem bin ich ja nicht aus der Welt. Also es ist eine tolle Entscheidung, sich darauf einzulassen, für sich etwas zu ändern. Es ist eine herausfordernde Geschichte, mit mir zu arbeiten, herausfordernd für dich dann in dem Moment. Aber als allererstes bedarf es natürlich einer Entscheidung, ne? Du musst etwas verändern wollen. Wenn du einfach nur sagst, boah, ist ja interessant und ich merke bei den Videos, da tut sich was, ich merke es in den Schläfen, ich merke den Kopf, ich merke links, ich merke rechts oder es passiert eine Zellwäsche oder wie auch immer, dann ist das die eine Sache. Aber wenn du mit mir arbeitest, gehen wir speziell auf dich, deine Themen, dein Sein ein und natürlich den Grund, warum du mit mir arbeiten möchtest. Und ich erlebe das immer wieder, dass man natürlich erstaunt ist, dass Klienten erstaunt sind, wie schnell Veränderungen eintreten und auch ohne, im Grunde ohne ein Zutun. Es ist dann einfach so. Ich muss an nicht wirklich vielen Dingen arbeiten. Du musst an nicht wirklich vielen Dingen arbeiten, sondern die Bewusstwerdung passiert einfach über unsere Verbindung, über das, was unsere Seelen miteinander kommunizieren, über das, was ich in Gesprächen rüberbringe, über das, was du signalisierst, was du verändern möchtest, wo du hin möchtest. Vielleicht suchst du, vielleicht brauchst du eine Antwort. Und über dieses Gefühl kommen wir an die einzelnen Dinge. Aber wie gesagt, du musst bereit sein, etwas verändern zu wollen. Selbst bei einer Sitzung. Das ist richtig schön zu beobachten, wie die Menschen noch staunen können. Auch das gehört zu meinem Sein. Ich darf die Menschen in Staunen versetzen. Ich darf die Menschen ermutigen, sich selber kennenzulernen, für sich selber zu sorgen, nicht mehr abhängig zu sein vom Außen, auch von sich selber nicht mehr abhängig zu sein. Das ist ja auch so ein Thema, welches sehr breit gefächert ist. Und es ist auch wichtig, dass man über sich selber wieder lachen kann und somit mit anderen lachen kann. Über die Arbeit mit mir kommt man bei sich an. Also du gehst im Grunde wieder zu dir zurück. Zurück in Anführungsstrichen, weil es gibt ja kein Zurück. Im Grunde schälst du alles, was auferlegt worden ist, schälst du ab. Und somit kommst du dichter an deinen Kern. Und das muss man wollen. Ja, das beeinflusse ich nicht, das beeinflusst du dann in dem Moment nicht, wenn du dich entschieden hast, mit mir zu arbeiten.
Das ist so das eine. Das andere ist natürlich, dass grenzgeniale Dinge passieren, wo du selber ins Wirken kommst, wo du selber plötzlich merkst, da geht die Reise hin. Da kann ich auch noch mal drauf gucken. Vielleicht bist du ja auch komplett zufrieden mit dem, was ist, und bist einfach nur neugierig. Aber auch da musst du wissen, da platzen Dinge auf, die halt 100% für dich sind. Nicht für mich, nicht für den Nachbarn, nicht für die Familie, sondern für dich. Du kannst dich wieder liebevoller angucken. Du nimmst dich wichtiger, du nimmst dich ernster. Du gehst auf dich selber ein, ohne ein schlechtes Gewissen, sondern mit einem mega guten Gewissen. Weil wenn du plötzlich merkst, es geht dir besser, du fühlst dich wohler, du kannst aufmachen, weil du alles liebevoller angucken kannst. Selbst die Dinge, die vielleicht menschlich gesehen nicht so ganz prickelnd sind. Wenn man die aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, sind sie nicht weg, aber es wird leichter. Ja, also wenn du ein Teil dieser Veränderung möchtest, dann darfst du dich gerne für mich entscheiden. Wenn nicht, ist das überhaupt gar kein Problem. Du guckst einfach Videos weiter. Es gibt ganz viele andere Menschen auf der Welt, die auch eine ganz, ganz tolle Arbeit machen. Jeder halt so, wie er möchte. Genau wie du. Ich bin gespannt, was du möchtest. Und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag, eine zauberhafte Zeit und bis bald. Thank you.